Gute Nachrichten, liebe User, es ist endlich da, das Marktwert-Update aus der ersten Bundesliga. Ich hatte es euch ja gestern schon versprochen und wir zeigen euch jetzt ganz exklusiv die frischen Zahlen. Insgesamt gab es 92 Aktualisierungen, 75 Aufwertungen und 14 Abwertungen. Und der große Gewinner, das ist der 18-jährige Abwehrspieler des BVB, Sagadou. Sein Marktwert hat sich nämlich um 1.900% gesteigert. Und der größte Verlierer, der Ersatztorhüter von Werder Bremen, Jaroslav Drobny. Er verliert 42,9%. Und wir wollen euch auch noch zwei weitere Spieler zeigen, die eine große Aufwertung erhalten haben. Naby Keita von RB Leipzig. Gestern gab es ja den ersten Dreier in der Champions League in der Geschichte des Vereins. Er ist jetzt 50 Millionen Euro wert. Das ist eine Steigerung von 85,2%. Und natürlich ist auch ein Spieler des FC Bayern dabei. Corentin Tolisso, er kam ja im Sommer zu den Bayern. 59,1% ist die Marktwertsteigerung. Das bedeutet von 22 rauf auf 35. Und weitere Spieler mit Aufwertungen gibt es jetzt vom Transfermarktkollegen Christian Schwarz. Ja, es wurden natürlich mehrere Spieler mit Aufwertungen bedacht. Wir haben da noch so ein paar rausgepickt, die ganz interessant sind. Amin Harit zum Beispiel vom SC Schalke. Ein Sommerneuzugang, es wurden ja hauptsächlich Neuzugänge behandelt, da lag der Marktwert noch deutlich unter der Ablöse, die bei 8 Millionen lag. Und angesichts dessen, dass er jetzt auch in den ersten Spielen ein Stammspieler war, gute Leistungen teilweise gezeigt hat, wurde der Marktwert jetzt auf die Ablöse angepasst, also er liegt jetzt auch bei 8 Millionen. Ein anderer Sommerneuzugang, der viel auch schon für Aufsehen gesorgt hat, ist Alario, der Rekordtransfer von Bayer Leverkusen. Da ist per se ja schon mal interessant, dass Leverkusen so viel Geld für einen Spieler in die Hand nimmt, der noch nie in Europa gespielt hat. Und die ersten Auftritte waren ja auch, sagen wir mal, zumindest ansprechend, hat schon Tore geschossen, Vorlagen gegeben, ist wahrscheinlich jetzt auch erstmal der große Hoffnungsträger im Sturmzentrum bei Leverkusen. Von daher wurde sein Marktwert auch angehoben, er liegt jetzt bei 20 Millionen. Durch gute Leistungen auf dem Platz kann man also seinen Marktwert steigern. Und da fallen mir doch gleich zwei Spieler ein, die momentan in aller Munde sind. Natürlich Timo Werner und auch Christian Pulisic vom BVB. Beides junge Talente, die sich unverzichtbar machen für ihre Mannschaften. Und es gibt noch einmal mehr zu diesen beiden vom Kollegen Christian Schwarz. Timo Werner und Christian Pulisic sind sicherlich zwei der prägendsten Figuren in dem Marktwert-Update dieses Mal. Bei beiden zwei junge Spieler, was schon mal einer der Gründe ist, warum es für sie nach oben ging. Und wenn wir mal genauer drauf schauen, bei Timo Werner letztes Jahr 21 Tore in der Bundesliga gemacht. Diese Saison auch schon wieder treffsicher, auch in der Nationalmannschaft, wo er beim Confed Cup gezeigt hat, dass mit ihm auch für die nächsten Jahre zu rechnen sein wird. Und all diese Faktoren zusammengenommen machen ihn natürlich super interessant für die großen Vereine. Nicht nur Real Madrid, was ja schon öfter genannt wurde. Ich bin mir da ganz sicher, dass auch in München man sich schon Gedanken macht. So einen jungen deutschen Stürmer, der immer seine Tore geschossen hat, auch schon in der Jugend. Und wahrscheinlich die nächsten Jahre auch in der Nationalmannschaft eine der prägenden Figuren sein dürfte. Ist einfach sehr interessant auf dem Markt, daher auch der große Sprung bei Timo Werner. Bei Pulisic ist es nochmal ein bisschen anders, natürlich auch eher mit super Anlagen, die er auch schon gezeigt hat, was das Spielerische angeht. Junger Spieler, haben wir auch schon gesagt. Bei ihm kommt aber als riesiger Grund wirklich hinzu, dass er der erste US-Amerikaner ist, beziehungsweise werden kann, der wirklich dieses Topstar-Image hat. Und dann eröffnen sich da natürlich riesige Möglichkeiten, weil viele wissen es, die USA sind ein riesiger Markt, da ist ein Potenzial ohne Ende an Werbung, wenn man mal sich anschaut, was da die Stars in anderen Sportarten, was da so los ist. Dadurch ist Pulisic natürlich auch für die Zukunft ein Mann, den wahrscheinlich jeder Top-Club gerne in seinen Reihen hätte, wenn seine Entwicklung so weitergeht. Von daher auch nur folgerichtig, dass sein Marktwert jetzt in neue Sphären vorgedrungen ist. Kommen wir zu den Abwertungen und dafür kann es ja mehrere Gründe geben. Der Trainer stellt einen einfach nicht oft genug auf oder aber man ist vom Verletzungspech verfolgt. So wie in diesem Fall, den wir euch jetzt zeigen wollen. Koke von Schalke 04, er kam als prominenter Name und großer Hoffnungsträger der Spanier. Aber dann war er lange raus wegen einer Verletzung und so richtig passt er jetzt auch nicht ins System des neuen Trainers Domenico Tedesco. Deshalb fällt sein Marktwert um 25% von
von 4 Millionen runter auf 3 Millionen. Ja, und welche weiteren Abwertungen gibt es noch? Das sagt uns jetzt nochmal Christian Schwarz. Natürlich gibt es auch Verlierer, einer davon Erik Durm beim BVB in dieser Saison. Verletzungsbedingt noch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen und auch ansonsten sind seine Perspektiven in Dortmund ja eher schlecht. Also es ist ja damit zu rechnen, dass er den Verein im Winter verlassen kann, auch von der Nationalmannschaft, wo er ja vor 3 Jahren noch im WM-Kader dabei war, ist er sehr weit entfernt mittlerweile. Daher auch hier eine Marktwertkorrektur nach unten von 5 Millionen auf 3,5 Millionen. Auch beim VfL Wolfsburg hat es mit Mittelfeldspieler Basur einen Akteur getroffen. Er kam letztes Jahr im Winter von Ajax Amsterdam auch für eine relativ hohe Ablöse, hat seither aber eigentlich nie wirklich einen Stammplatz gehabt. Diese Saison auch kaum Einsätze, 4-mal, aber immer nur wenig Spielzeit. Ist in der niederländischen Nationalmannschaft auch nicht mehr dabei, obwohl die ja momentan auch ihre Probleme hat. Von daher wurde der Marktwert da leicht nach unten korrigiert von 10 Millionen auf 8 Millionen Euro. Zum Abschluss blicken wir noch auf 3 Talente, deren Marktwert quasi durch die Decke gegangen ist. Über einen haben wir schon gesprochen, ganz zu Beginn bei den Gewinnern. Don Axel Zagadou vom BVB. Er ist jetzt 2,5 Millionen Euro wert. Das war eine Steigerung von 1.900%. Das gilt auch für die anderen beiden Talente. Dennis Geiger von Hoffenheim, 19 Jahre alt. Er soll ja die Rudi-Lücke schließen. Und Weston McKennie, das Talent aus den USA. 6 Spiele diese Saison schon für Schalke. Er ist jetzt 2 Millionen Euro wert.